Willkommen zurück, Leute, zu Sonic & Sega All-Stars Racing. Wir machen bei der Mission weiter. Und es geht weiter mit der Choo-Choo-Straße. Was zur Hölle? Es sieht so aus, als müsste man Sachen abschießen. Ist auch wieder ein Schützenfest, tatsächlich. Entfessle die Kapuku-Bla. Irgendwas sollen wir entfesseln. Und da sind wir heiß drauf. Klar. 2, 1. Falscher Knopf gedrückt zum Gas geben. Was? Ach, wie cool. Choo Choo Rocket war ein Online-Game für die Dreamcast. Das werdet ihr wahrscheinlich echt nicht, die meisten werden es vermutlich nicht kennen. Ich sehe ja nichts, ne? Das ist so ein bisschen gerade das Problem. Ich sehe ja gar nicht, wo die kommen. Voll complicated. Ja, Choo Choo Rocket, ein Online-Game für die Dreamcast. Es war so ein Online-Puzzle-Spiel. Man musste eigentlich nur Pfeile setzen. Ja, rechts, links, nach oben, unten und so weiter. Und diese Pfeile steuerten dann deine Choo-Choos, also diese kleinen Mäuse, über die Strecke. Und die Katzen, also das war so eine Art Labyrinth. Ne? Du steuerst deine Choo-Choos da halt so durch mit den Pfeilen. In, es gab halt Start und Ziel. Bla, ne, ist klar. Und auf dieser Map liefen auch diese Katzen rum, die deine Choo-Choos hätten fressen können. Und das konnte man halt auch online gegeneinander spielen. Ziemlich cool. Oh mein Gott, so viel Samba der Amigo. Sonnenscheintour. Ja, ich habe schon erzählt, dass es eventuell Probleme gibt mit der Musik. Haben mir auch andere geschrieben. Könnte eventuell Probleme mit der Musik geben. Das ist aber so eigentlich an sich nicht richtig. Aber ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem Part erzählt. Weil guckt euch einfach mal an, GTA 5, wie viele Leute das mit Radio hochladen. Und, auch ganz viele Lieder und so. Cooler wäre es natürlich, wenn dieses Lied nicht so wäre, wie es jetzt ist. Aber hey, müssen wir durch. Eventuell mache ich den Ingame-Sound bei diesen Dingern noch leiser. Das könnte passieren. Aber, naja. Was soll's, es ist alles okay, ne? Also machen wir uns mal keine Gedanken darüber. Machen wir uns lieber Gedanken über die üblichen Lags. halt die Klappe, Wolle, ich kann's nicht mehr hören. Ich weiß, ich auch nicht. Aber da muss man auch ein bisschen mit, ne, bei dem Beat hier. Das ist auch so ein... Oh, please, Big the Cat, please, hör auf, du Blödmann. Ich will bei dem Lied gar nicht wirklich mit... Aber ich kann nicht anders, denn der Beat ist cool. Erinnert mich an meine Jugend in Rio. Ja. Wusstet ihr, dass ich in Rio gelebt habe? Nein, ne? Das wusstet ihr nicht. Jetzt wisst ihr es. 5 Jahre lang war ich Austauschschüler in Rio. Nein, nicht wirklich. Ich war nie Austauschschüler. Und ich hatte auch nie einen Austauschschüler bei mir zu Hause. Falls ihr euch das gerade fragt. Hattest du einen Austauschschüler, Wollo? Es gibt ja viele, die tatsächlich mal Austauschschüler hatten oder Austauschschüler sind oder gewesen sind, aber ich selber, nein. Das ist auch so eine Sache, die ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Erstmal hätte ich keinen Bock, einen Fremden zu Hause zu haben, so gar nicht. Dann hätte ich keinen Bock, bei Fremden zu sein und musst du bei den Fremden essen, dann musst du bei den Fremden... Musst du da die Aktivitäten mit denen machen und... bitte nicht, ey. Ich bin ja... Da bin ich halt nicht der Typ für, ne? Ich mag sowas nicht. Das ist ja... Aber ich denke, das ist ja auch kein Problem, oder? Ich meine, das ist ja... Es gibt solche und solche Menschen. Solche, die diese Erfahrung gerne machen möchten. Und solche, die einen möglichst großen Bogen darum nehmen. Auch um die halbe Welt gehen würden, um nicht so eine Erfahrung zu machen. Generell bin ich auch kein... Ich bin auch nicht so ein Urlaubstyp. Ich bin auch nicht so heiß darauf, andere Länder zu erkunden und so. Gibt's ja so diese Rucksack-Leute oder diese Leute, die tatsächlich so für eine lange Zeit nach Neuseeland oder so gehen, ne? Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen, ne? Was will ich denn in Neuseeland, ey? Bitte, was will ich denn da? Oder Australien? Ich meine, das sind so beliebte Ziele und das sind so... So die Ziele, für die ich gar kein Verständnis habe. Auch Kanada ist so beliebt. Warum zur Hölle ist Kanada denn so beliebt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die Leute an Kanada so cool finden. Was findet ihr an Kanada gut?
Das ist so langweilig. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist nicht meine Welt. Wahrscheinlich, ich bin einfach anders, oder? Ich glaube, ich bin einfach anders. Was ich mal sehen möchte, ist halt Tokio. Und da sagen dann wieder viele, das ist doch nur so eine Riesenstadt und alles scheiße und so, aber... Naja, liegt doch vielleicht daran, dass ich auch in einem kleinen Dorf wohne, ne? Und dann da so diese riesengroße Stadt ist und du dir denkst, wow, und überall sind Japaner und Japanerinnen vor allen Dingen. Oh mein Gott, das ist ziemlich heiß. Der Gedanke ist ziemlich heiß. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Gott, Alter. Ich glaube, es ist schon so, meinte mein Bruder auch mal so zu mir, ey. Boah, dass er nur zum Flughafen müsste in Tokio. Wenn er da die ganzen Japanerinnen sehen würde, würde er schon so, würde er gar nicht mehr wegkommen von diesem Flughafen. Allein schon. Ist aber auch echt so, der ist halt auch so ein Japano-Geier. Also, er mag keine Animes, er mag keine Japano-Musik, er ist doch eigentlich gar nicht mehr so Videospielbegeistert und die ganzen Kram. Aber er steht halt auch auf Japanerinnen. Ich meine, das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, sagen wir mal ehrlich. Von daher, alles okay. Tails, würdest du mal bitte... Ach so, du bist gar nicht in der Nähe. Boah, das nervt so. Es nervt so extrem, dass, wenn der All-Star eingesetzt wird, dass die dann angezeigt werden, als wären die direkt hinter dir. Also wirklich so instant hinter dir. Die könnte auf Platz 9 sein oder so. Gibt es überhaupt 9 Plätze? Ich glaube nicht. Aber die könnten auf Platz 5 sein. Und die sind angeblich hinter dir und das ist richtig nervig. So, Rennen 3, dann haben wir diesen Samba de Amigo-Kram. Es kommt unfassbar viel Samba de Amigo, oder? So insgesamt? Finde ich schon. Ich würde auch sagen, der Charakter, mit dem wir bisher so in den Missionen am meisten gefahren sind, könnte Amigo sein. Aber was man Amigo zugute halten sollte, ist, er fährt sich unfassbar gut. Er fährt sich wirklich super gut. Was ich jetzt auch so ein bisschen als negativen Punkt über dieses Spiel sagen möchte, ist tatsächlich die Sache, dass es nur ein Hintergrundlied gibt für die einzelnen Strecken, so für die Streckenthemen. Ich meine, das Samba de Amigo Team hat immer dieses Lied. Was soll das denn? Das ist doch Kacke. Das ist Kacke, Sega. Macht euch darüber mal bitte Gedanken. Das ist doch scheiße. Jetzt bin ich sauer auf das Spiel. Jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber, ja, der erste Part ist mittlerweile online. Ja, ich nehme das hier auf, wenn gerade mal der erste Part online ist. Das müsst ihr euch mal reinpfeifen, ey. Unfassbar. Ich meine, ich habe da richtig viel auf Vorrat von diesem Spiel. Aber ich muss auch sagen, dieses Spiel macht so viel Spaß. Das kannst du halt so locker flockig aufnehmen, weil es einfach mega viel Fun macht. Ja. Und was wollte ich jetzt noch sagen zu diesem Thema? Genau, unter dem ersten Part standen schon so Kommentare wie, ja, das ist ein billiger Mario Kart-Abklatsch, bla bla bla. So der übliche Kram, den man halt bei sowas dann liest. Ist ja klar, ne, kennst du. Es ist, nicht Mario, wo ist Mario? Mario ist nicht drin, scheiße. So, natürlich ist das von Mario Kart alles geklaut. Ne, schon, das ist klar. Aber, es ist ja wieder so dieses Ding, ne? Lieber gut geklaut, als schlecht neu erfunden. Und die haben es in diesem Fall wirklich sehr gut geklaut. Also möchte ich mich da auch echt nicht beklagen. Es ist ein grandioses Spiel. Also und wer die Möglichkeit hat, das in jeder Form zu spielen, gibt es auf allen Konsolen. Xbox 360, PS3, Wii, PC und vielleicht sogar auf dem Nintendo DS. Ich weiß es nicht. Da lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber es... theoretisch möglich. Also eigentlich sollte jeder die Möglichkeit haben, das in irgendeiner Form hier zu spielen. Doch. Und es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Macht Spaß. So. AAA für diesen Blödsinn hier bekommen. Das ist okay. Massig Sega-Meilen. Nächste Mission. Wenn oft solche Missionen kommen, dann wird sich das unfassbar ziehen. Sammeln. Fahre durch die Ringe, um sie einzusammeln. Erreiche die Ziele, bevor die Zeit abläuft. Okay. Mit Ulala. Huiuiuiuiui. Hier ist heiß. Nein. Geht. Nee. Irgendwie nicht. Ulala entstammt auch einem Dreamcast-Spiel, wie sich das gehört. Bei sämtlichen Sega-Sachen. Nämlich aus dem... Sie kommt aus dem Space Channel 5.
Und ist eine Weltraummoderatorin. Und ja, fuck, bitte, ulala, please. Eine Weltraummoderatorin, die, naja, im Weltraum halt moderiert. Oh, welche Erkenntnis. Ja, richtig, welche Erkenntnis. Und sie tanzt. Es ist ein Tanzspiel, ein Rhythmusspiel. Ist ziemlich cool eigentlich. Also, naja, es geht. Könnt ihr auch, glaube ich, auch auf der PS3 und so zocken. Weil da gab es ja mal, ich meine, dass es auf der PS3 mal irgendwie so eine Dreamcast Collection gab. Mit Crazy Taxi, Sonic Adventure und auch diesem Spiel. Die blöden Ärsche, warum haben die damals nicht Shenmue 1 mit draufgepackt? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist das Dreamcast-Spiel oder Skies of Acadia. Das sind die Dreamcast-Spiele. Ich meine, Space Channel 5 ist nett für zwischendurch. Aber nein, Graben, die Uhr geht auf Mitternacht, rausschmeißen. Ach so, okay. Wieder der letzte Fahrer fliegt raus, kennen wir ja. Mit den Virtual Fighter Guys. Das ist cool. Mit den Virtual Fighter Guys im Outrun Auto, glaube ich. Kann das sein? Dass die ein Outrun Auto fahren? Oh. Yeah, crazy lag. Oh, Jungs, da müssen wir jetzt ran, ne? Weil wir sind gerade mal Vierter, das ist mehr als uncool. Virtual Fighter. Das ist auch so ein Spiel, das ich immer mal irgendwie gewisserweise spielen wollte. Es aber nie getan habe. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Virtual Fighter 3 TB, habe ich mir. Naja, nicht, scheiße. Kann ich das neu starten? Ja, dankeschön. Habe ich vor ein paar Monaten fast schon gekauft. Für die Dreamcast natürlich, ne? Für die Dreamcast. Denn wenn man auf eBay mal ein bisschen nach Dreamcast-Spielen sucht, findet man unfassbar coolen Stuff. Wie zum Beispiel Virtual Fighter 3 TB oder MSR Metropolis Street Racing, der Vorgänger von Project Gotham Racing. Kennt ihr vielleicht für die Xbox und Xbox 360. Ist eigentlich relativ bekannt. Kann man durchaus kennen. Ja, diese Spiele gab es halt schon im Vorfeld auf der Dreamcast und die habe ich, ne? Jetzt kommt der Knaller bei der Sache. Die habe ich in OVP. Die waren noch eingeschweißt bekommen. Das ist ziemlich cool ist natürlich. Darüber freut man sich ja schon unfassbar, wenn man sowas kriegt. Plus einen nagelneuen Controller mit dabei. Da war ein Controller mit bei. Und für Virtual Fighter habe ich 10 Euro eingeschweißt mit neuem Controller bezahlt. Super cool. Ich glaube, für MSR habe ich, glaube ich, eingeschweißt 6 Euro oder so bezahlt. Da war aber kein Controller mit bei. Aber ich finde es trotzdem, finde ich das einfach nur mega krass, dass man die Sachen so unfassbar günstig da bekommt auf der Dreamcast. Wobei man meinen sollte, so eine rare Konsole, ne? Naja. Aber ist auch schon krass, dass es da wirklich noch eingeschweißte Spiele für gibt. Ich meine, wenn du so ein N64-Spiel, wenn du Zelda Ocarina of Time eingeschweißt haben willst, ne? Keine Ahnung, wie teuer das ist, aber ich könnte mir vorstellen, das geht so Richtung 300, oder? Also 300 Euro? Ja, 200 Euro Minimum musst du da, glaube ich, rechnen. Aber es wäre schon ziemlich sexy, in Ocarina of Time eingeschweißtes Spiel zu haben. Es würde mir persönlich, fuck. Es würde mir persönlich sehr gefallen. Komm, jeden Turbo mitnehmen, Shadow, jeden Turbo mitnehmen, Shadow, jeden Turbo. Hast ein Turbo? Hast ein Turbo? Hast ein Turbo? Hast ein Turbo? Wunderbar. Den Turbo mitnehmen, den Turbo mitnehmen, den Turbo mitnehmen, driften, Turbo. Und dabei driften, Turbo, driften, Turbo, driften, Turbo, driften, Turbo. Oh, warte, Mann, dein Commentary ist super heute. Dankeschön. Gebe mir auch größte Mühe, es zu deinem, es ansprechend für dich zu gestalten. Ich kann's einfach, ne? Wenn du einfach ständig den Drift-Turbo machst, dann läuft das.
ein herrliches AAA. Und mit diesem AAA möchte ich mich auch von diesem Part verabschieden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und ciao.